Hallo, herzlich willkommen bei uns hier in Leipzig an dem Standort, wo wir zusammen mit MRS-Implants Zahnärzte, junge Implantologen oder auch erfahrene Zahnärzte, die schon implantologische Experience, Erfahrung haben, trainieren. Wir haben verschiedene Module. Einmal so ein Intensivwochenende, da kommen zwei oder drei Zahnärzte zu uns. Wir befinden uns dann hier in Leipzig in den Räumlichkeiten, wo wir verschiedene Sprechzimmer haben, in denen wir die Patienten dann operieren. Und wir haben neben den Sprechzimmern auch einen kleinen Seminarraum, wo wir auch theoretische Dinge besprechen können und ganz intensiv auf die Bedürfnisse eingehen. Warum kommen die Menschen zu uns? Sie wollen was von uns lernen. Und in diesem Intensiv-Training-Programm oder Intensive Training-Programm mit MIS können wir ganz gezielt auf die Wünsche eingehen von den Zahnärzten und ganz genau an den Dingen arbeiten, die sie vielleicht verbessern wollen, wo sie keine Erfahrung haben. Das können auf der einen Seite zum Beispiel Knochenaufbaumaßnahmen sein, Kieferhöhlenoperationen, das können neue Konzepte sein wie All on Four. Und wir machen das am Patienten. Die Zahnärzte, die kommen, die haben einen Tag am Freitag, wo sie theoretisch vorbereitet werden, wo wir viel durchbesprechen, wo wir viel theoretische Dinge erarbeiten und haben dann den Samstag, wo wir von morgens bis abends einfach operieren. Und das Tolle an unserem Kurs ist, wenn unsere Zahnärzte hier sind und mit uns in einem dieser Räume operieren, dann erleben wir es so, der Zahnarzt operiert, nicht er assistiert, er operiert selber und er wird von mir und meinem Team begleitet, sodass er einfach eine erfolgreiche Operation schafft, die er sonst nicht in der eigenen Praxis umsetzen könnte. So, my name is Mustafa. I'm a dentist from Stockholm, Sweden. I've been working for 6 years now, and I've been working for 3 years with implant surgery. Not many people work on this level globally, so that's why we're here visiting Dr. Rasmus to learn more about it, both theoretically, hands-on, and doing live surgery on patients. He's a very good lecturer. We've learned a lot in a very short time, and we're looking forward to coming back here again.